Hallo zusammen. Ich bin mit dem Muschelbild gestern fertig geworden. Und naja, es sieht nicht schlecht aus. Man muss schon ziemlich weit wegstehen, aber es geht. Also für den Preis und für die Größe werde ich da jetzt nicht zu dolle meckern. Aber wie gesagt, der Kleber, das war eine Katastrophe. Ich glaube, jetzt durch die Hitze hat es die Steine in den Kleber reingeschmolzen. Aber wie gesagt, das Wachs war stärker als der Kleber auf der Leinwand. Und ich wollte jetzt mein neues Projekt anfangen. Und zwar erstmal eine Flasche umschmeißen. Das muss erstmal der erste Schritt sein. Dieses Blümchen. Ich habe mich ja gefreut gestern, dass es kam. Und dann komm, packst es aus. Und dann, als ich die Leinwand rausgenommen habe, nicht das hier gesehen, das hier. Und habe mir gedacht, oh, das. Nee, das. Oh. Ich habe mir das dann mal angeguckt. Also. Ja, die ist doch nicht so gut davon gekommen. Kann man das erkennen? Hier. Was für ein Krater das ist. So sollte man es sehen. Moment. So. Da hatte die Leinwand einen Knick und der Kleber wurde einfach drüber gelegt. Deswegen entstehen diese riesigen Falten. Hier habe ich eingeschlossene Luftblasen. Gut, das ist jetzt nicht schlimm. Das mache ich einfach so, indem ich das hier aufschneide. Schön entlang. Und versuche die eingeschlossene Luft zu befreien. So, jetzt kann man es auch erkennen. Entweder einmal längs oder halt quer, je nachdem, wie sich schneiden lässt. Dann lege ich das Papier hier wieder drüber und rubbel das an. Und im Grunde reicht das schon, um den Kleber an diesen Stellen wieder zu fixieren. Einfach nur, damit die Luft rausgeht. Aber diese Falten hier, die ist hier irgendwo. Hier. Das ist nicht gut. Ich werde das jetzt zwar auch aufschneiden und dann unter den Kratzbaum legen. Aber ja, wenn das nicht rausgeht, werde ich den Verkäufer kontaktieren. So, wie schon mal erwähnt, wollte ich mein Lagersystem ein bisschen ändern, wenn es um neue Bilder geht. Ich habe jetzt die blaue Blume genommen, habe hier in diesen Zwischenraum die Zahlen 1 bis 30 geschrieben und werde jetzt kontrollieren. Das ist das Erste, was mir jetzt hier in die Hände gefallen ist. Die 900. Da ist es hier. Ja. Wäre 17. Das heißt, ich hoffe, das hält. Das brauche ich nicht, das hier brauche ich und meine Schere. Und dann brauche ich noch einen Kaffee. So. Gut, die Dinger hier weg von der Kante kurbeln. Es will nicht. Na gut. Vielleicht jetzt? Diese zwei? Nee. Ja gut, das werde ich dann später rausfriemeln. So.
wie schon bei den Muschelbild, es ist bei jedem gleich. Die Steine halt erstmal alle rausholen hier. Was echt nervig sein kann. Warum? Oh, dann klebt das so. Kleben hier richtig drin. Gut, werde ich mich später mit beschäftigen. So, ich habe gesagt, das wäre die 17. Ich habe hier all die Döschen aufgebaut. Das heißt, ich muss mir jetzt hier erstmal die 17 raussuchen, was wir hier. Rein damit. Und gut ist. So. Jetzt habe ich aber zum Teil eben mehrere Tütchen und nicht nur eine. Zum Beispiel hier. Die 453 wären 6 Tüten. Das ist die Nummer 4. Nummer 4. Und ich habe gesagt, es passen so 4 bis 6 Tüten rein, je nachdem, wie viel hier drin sind. Ich probiere es erstmal mit 4. Schneide das hier durch. Dann nehme ich sie alle so. Schneid einmal alle 4 Tüten gleichzeitig auf und kipp die ganz vorsichtig in diese Schale rein. Hier fallen schon wieder einige nicht. Okay. So, und dann sollte man es natürlich aufmachen. Deswegen ist es auch ganz praktisch, wenn man das in eine Schale erstmal einfüllt. Denn dann haut es einem nicht gleich 4 Tüten auf einmal sonst irgendwo hin, sondern es rieselt ganz sachte und vorsichtig. So, das wären jetzt 4 Tüten und wie man sieht, da ist noch einiges an Platz drin. Das heißt, ich kann die anderen 2 ebenfalls noch da reinkippen. Und muss halt auf diese kaputten aufpassen, so, die 2 noch da rein. Das ist furchtbar, was ist denn da los? Die mit Zucker übergossen worden oder was? Hat da jemand in der... Da jemand während der Arbeitszeit ein paar überbackene Bananen mit Honig gegessen? Ha? Die sind sau lecker, ich kann es keinem verübeln. So, das sind jetzt 6 Tütchen. Aber gut, fast ist, wie gesagt. Aber der Deckel passt drauf und es ist noch einiges an Luft da drin. Und so mache ich das jetzt mit allen 30 Farben. Hier sind 27. Die 3, 7, 5, 6. Das kommt in ein großes und dann, wenn dafür Platz ist, kommen wieder ein paar der Tüten nach. Also ich werde jetzt nicht sofort, wenn nur noch eine Tüte übrig ist, eine große Dose nehmen, sondern ich teile das dann halt auf. Ich habe hier diese unfassbar genialen Billiggefriertüten. Da liegen die Steine dann drin und warten. Jedes Bild hat seine eigene Gefriertüte und das wartet. Während ich jetzt Umfüllen war, bin ich ja auf diese hier gestoßen. Diese mit Etiketten überklebt haben. Und das ist eine 3755. Und ich habe jetzt mal im Internet, in Google, die 996 und die 3000 irgendwas verglichen. Und die Farben stimmen nicht. Anscheinend wurde mir eine falsche Farbe geschickt. Also die 900 ist wirklich so ein schönes, kräftiges Türkisblau. Und was ich hier habe, ist ein Hellblau. Mal gucken, aber was an denen auch noch komisch ist, es sind ölig. Wenn ich das schüttel, es bewegt sich gar nichts. Das ist wie ein einziger Klumpen. Das heißt, die muss ich waschen. Ich habe mir ein Teeei besorgt, wo ich diese Steine dann reinkipp und einweichen lasse in Spülmittel. Und während ich das kläre mit der Farbe, wasche ich die.
Denn selbst wenn ich diese Farbe jetzt nicht nutzen kann, das Bild ist groß genug, dass ich zumindest erstmal das andere alles bekleben kann. Auch wenn es mich nervt. Ich möchte, wenn dann alle Farben kleben können. Ich bin jetzt fertig mit Einsortieren. Man sieht hier die 19, die 996. Das ist die 996 von der blauen Blume. Und ich habe jetzt mal geguckt, ob ich vielleicht von irgendeinem anderen Bild noch eine 996 habe. Und Tatsache. Ich habe... geh auf. Hier. Ein 1:1 Vergleich. Und diese Farbe ist heller. Und die ist kräftiger. Ich sollte hier von 5 Tüten haben. Die habe ich aber von der falschen Farbe. So. Ich schreibe jetzt gerade mit dem Händler. Was ist denn da drin? Wo war es denn jetzt? Ja. Müll! Ob das vielleicht Absicht war oder so, aber naja, ich bin ein bisschen enttäuscht, denn ich weiß ja, was das soll. Und naja, die andere Blume hat eine riesige Falte drin, die jetzt erstmal unterm Kratzbaum liegt, damit sie da glatt wird, hoffentlich. Das kann ich jetzt nicht so wirklich machen, denn 5 Tüten heißt, es sind viele Farben. Es sind viele Steine zu kleben. Und ich denke nicht, dass das reicht. Und bis ich das geklärt habe, ist Dienstag oder so. Und dann wird es weggeschickt. Dann dauert es wieder 8 Tage. Bis dahin reicht das nicht. Aber so wie das aussieht, ist es die Hauptfarbe von der Blume. Naja. Mal gucken. Mal gucken. Aber... das ist ein 1:1 Vergleich. Hier 34. 34. Und das sollte das sein. Und, naja. Mr. 28. Was soll das? Es ist Montag und ich habe Nachricht von dem Händler bekommen. Von dem blauen Blümchen. Ich habe ihn gefragt, was denn das mit den Etiketten auf sich hat und warum da eine 3755 drunter gedruckt ist und einfach eine andere Zahl drüber geklebt wurde. Und er hat gesagt, die Farbe stimmt, es gab ein Problem mit der Druckmaschine, die Codes auf die Tütchen druckt. Die war falsch eingestellt, aber es ist auf jeden Fall diese Nummer. Und ich habe dann in meinem Schrank geguckt, bei meinen anderen Diamond Paintings und habe eine 696 gefunden, habe sie mit dieser verglichen und es ist eine komplett andere Farbe. Es ist ein ganz anderes Blau. Und ich habe dann deren Blau und das andere Blau nebeneinander gelegt, ein Foto gemacht, den geschickt und er hat mich gefragt, ist das dieses andere Blau? Ebenfalls ist 696 von einer anderen Firma. Jo, war meine Antwort. Das ist eine andere Firma, ein anderes Bild. Er hat dann verglichen und hat festgestellt, dass deren Blau, so ungefähr soll es nämlich eigentlich aussehen, auch anders ist. Und zwar kräftiger. Und jetzt kriege ich einen neuen Schwung an Blau zugeschickt. Worüber ich mich natürlich freue. Ich habe dann gleich gesagt, bitte, 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 schick mir von diesem Weiß die 3756 nochmal so 2 Tüten nach, denn ich habe anscheinend schlecht erwischt. Wie man hier schon erahnen kann, denn anstatt dass die Linien in Reihen halbwegs gerade sind, habe ich hier richtige Schlangenlinien zum Teil drin. Nur Pech. Das eine Bild, diese Orchidee, die hat Falten hinten im Rücken drin, dass mir die Zehennägel hochdreht.
Die liegt jetzt seit 2 oder 3 Tagen unterm Kratzbaum in der Hoffnung, dass sie ein bisschen platt wird. Wenn es nicht hilft, dann stelle ich einfach eine heiße Pfanne drauf. Für eine kurze Zeit. Aber zu diesen Steinen nochmal. Sieh dir das? Das ist nicht der einzige. Hier nebendran ist wieder einer. Hier drüben. Da ist hier einer. Das sind Ränder dran. Und diese Ränder hindern die Steine daran, ordentlich zu liegen. Was man auch gut daran erkennt, dass der schwarze Kreis schon so ist, aber nicht direkt unterm Stein. Und das ist echt extrem. Also ich habe wirklich Probleme, die in der Schale gerade zu bekommen. Ich habe Probleme, die ordentlich zu platzieren. Weil sie breiter sind, als sie sein sollen. Ich habe jetzt noch mal in die Tütchen geguckt. Die waren soweit in Ordnung. Also ich habe anscheinend nur so ein Teil erwischt, der schlecht ist. Aber das macht so viel aus. Deswegen, dieses Bild ist erstmal auf Eis gelegt. Super. Zum Glück kann mein Lagersystem ungefähr 60 Farben packen. Das heißt, ich könnte irgendein anderes machen. Trotzdem, es nervt. Ich halte euch auf dem Laufenden.